Servus, Bernhard. Der Johann Baris ist da. Erdbeeren gibt's schon. Und weil wir eine Marmelade machen wollen, da wo noch alle Vitamine drin sind, dann kochen wir die heute nicht, sondern machen wir eine kalt gerührte Erdbeermarmelade. Die Vitamine sollen ja erhalten bleiben, vor allem das Vitamin C. Das verschwindet sowieso ganz gerne mal, aber vor allem verschwindet es, wenn man es erhitzt. Und deswegen erhitzen wir die Geschichte nicht. Ich habe da einen Gelierzucker, den mische ich immer ganz gern zusammen, weil wenn die Backel abfüllen, dann liegt meistens der Gelierzucker oben drauf, das Geliermittel, das Pektin. Und ich brauche nur die Hälfte. Deswegen mische ich das davor immer gern ein bisschen. Tue aber zusätzlich noch Pektin rein. Pektin, hört sich chemisch an, ist aber nur von unreifen Äpfeln oder von Zitronen unter der Schale drin wird das gewonnen und ist ein Geliermittel bzw. ist ein Vielfachzucker, gehört auch zu den Ballaststoffen. Und von den Ballaststoffen wissen wir immer ganz gut, dass die ja gesund sind, weil die aus unserem Verdauungstrakt gewisse Stoffe binden und ableiten. Jetzt haben wir da noch ein kleines bisschen dazu. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, da nimmt man halt das Geliermittel 1 zu 3 oder 1 zu 2. Ich mag das nicht so gern. Konservieren tut der Zucker. 2 und 1 zu 3 Geliermitteln ist zusätzlich ein künstliches Haltbarkeitsmittel drin. Und das will ich nicht drin haben. Dann haben wir da Saft von einer Zitrone. Und dann sparen wir das in unsere Küchenmaschine ein. So, und das dauert jetzt natürlich eine Zeit. Ihr kennt es dazwischen, ein Kreuzworträtsel machen. Oder ihr könnt eine halbe Bier trinken oder einen Zopf backen, den ihr noch braucht. Nee, das dauert 5 Minuten, 10 Minuten, je nach Konsistenz, wie die Erdbeeren sind. Aber es muss rühren, das Pektin muss aufgehen, der Zucker muss sich auflösen, sonst wird das kein Marmelade nicht. Wie gesagt, dauert ein bisschen. Aber dafür ist das Ergebnis umso schöner. So. Fertig werden tut die Marmelade, wenn sich der Zucker aufgelöst hat. Aber wir machen noch ein bisschen Schale von einer Amalfi-Zitrone rein. Die lassen wir dann noch kurz ein bisschen mitfahren. Das ergibt noch eine schöne Frische. Schön, wenn sich der Zucker aufgelöst hat, dann ist das gut. Alles andere macht der Zucker. Der konserviert die ganze Geschichte. So, voilà. Was man natürlich schön sieht, die behält natürlich viel schöner diese rote Farbe. Man konnte in ein Glasl rein tun und in den Kühlschrank stellen. Da wird es gut und gern 2 Wochen halten, aber dann sollte man es essen. Oder wenn man es gar nicht wegkriegt, dann kann man es immer noch in einer Woche auf den Herd stellen, kochen, dann hält es natürlich so wie eine normale Marmelade. Viel Spaß beim Nachmachen
schön auf einen Zopf mit Butter drauf. Lasst es euch schmecken und immer gut aufpassen, was Neues gibt. Servus, Bernhard.